Wow. Was? Wieso treffen die denn? Hä? Kann mir mal jemand verraten, warum die treffen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ach, und ich kann nur 10... Okay. Schrotflinte. Mal gucken, was da jetzt so auf uns wartet. Die Musik ist auf jeden Fall sehr schmissig. Munition nehme ich noch nicht. Wow! Los! Und dann haben wir noch den. Oh! Ja, natürlich! Triff mich noch! So, Schachtel Munition. Die bringt, glaube ich, 50, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Was? Was war das denn gerade? Der war das! Wie komme ich denn da jetzt hoch? Mann, oh Mann. Vor allen Dingen... Ja, natürlich! Ich glaube, da komme ich sogar nicht hoch. Da komme ich erst hoch, wenn ich da oben bin. Was? So, der ist weg. Los, geh weg. Geht auch. Puh. Wie komme ich denn da hoch? Ich muss da bestimmt hoch. Wow. Die haben sich selber in die Luft gesprengt. Nein, nicht der schon wieder. Boah, wie schnell! Mann, oh Mann, oh Mann! Na, komm noch mal. Na los. Geht doch. So, 52 Leben. Hier ist bestimmt auch einer. War so klar. Gibt's hier irgendwo Leben? Sieht nicht so aus. Was sieht sich da? Achso, da liegt eine Leiche. Der kann natürlich einmal schießen, ne? Was hat denn da jetzt Bumm gemacht? Also, ich werde jetzt definitiv einmal hier rüber springen. Ja! Im Springen haben die mich erwischt. Die haben aber auch Skills, du. Du hörst sie eigentlich immer nur von der Ferne schießen. Boah! Der hat ein Fernrohr. Richtiger Scharfschütze. Wie soll ich den denn erwischen? Wie verhält der denn aus? Was ist denn das für ein Mist? Da auch nochmal! Ich glaube, ich will gleich mal... Ich will mal was probieren. Weil, die schießen und treffen ja einfach viel zu oft. Was passiert, wenn ich das auf normal... Nur mal angenommen, wenn wir spielen das auf normal. Wie schießt denn der dann da oben? Wow! Die sind ja gleich alle viel langsamer. Okay. Und ich dachte, ich hätte irgendwie das Spiel kaputt gemacht oder so.
Und jetzt verlieren die auch mal Munition und sowas. Das kenne ich nämlich so aus der normalen Version tatsächlich. Oh, ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Ui! Ich glaube tatsächlich, der Hardcore-Modus, der ist für ein Let's Play echt zu hart. Aber wir haben es jetzt mal gesehen. Vor allen Dingen, die haben ja wirklich einen Schuss, einen Treffer. Und jetzt dürften die Schüsse nicht mehr so schnell sein vor allem. Mist. Jetzt sind die auch mal ein bisschen doofer. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Oh, da waren ja noch Tech-Pfeile, die ich vergessen habe. Scheiße. Einmal abgestürzt. Okay, nochmal. Wir spielen das jetzt erstmal eine gewisse Zeit wieder auf normal. Weil ich sehe nämlich ein, da würde ich sonst einen Krampf kriegen. Wow. Vielleicht sollten wir mal probieren, vielleicht das Ganze nicht auf Hardcore zu spielen, sondern vielleicht auf Hard. Mal sehen, wie das wird. Okay, auf Hard. Würde ich jetzt beinahe sagen, dass es machbarer ist. Wow! Wir probieren das mal aus. Wow! Ich sag mal, hart, das ist ja auch schon ein bisschen schwerer als normal. Und Hardcore ist halt ein bisschen sehr hart. So, ich hoffe... Boah, was gibt's denn hier alles? Oh, da war ein Fisch. Boah. Die schießen jetzt echt viel, viel... Wow, wow! Die schießen echt genüsslicher. Also so fühlt es sich an jedenfalls. Au! Mist, der hat mich zweimal erwischt. Ah! Ich habe nur noch 3 Schuss. Okay, wow! Fünf Leben? Nein! Oh, verdammt! Wie viel Leben habe ich? Ein Leben. Ein verkacktes Leben habe ich nur noch. Also die Stadt hat es in sich. Das merkt man hier schon. Boah! Vor allen Dingen, diese hier mit ihrem komischen Gewehr, was diese Lichtpunkte schießt. Sag mal, wie viel hält der denn aus? Wieso schieße ich eigentlich mit der normalen Schrotflinte? Wie komme ich denn da hoch eigentlich? Ah, hier. Okay, der ist weg. Sammeln wir mal eben die Leben. Oh, das geht sogar. Was gibt's hier oben? Nix. Das ist ja schön. Munition! Da hat sich gerade wieder irgendwer hin teleportiert. So, der ist weg. Da unten. So, der ist weg. Boah, wie viel. Das ist echt hart. Mist. Also ich sehe ein, der Hardcore-Modus wäre zu schwer für mich. Ich sehe das richtig ein jetzt. Ich hoffe, ihr auch.
Aber das ist schon genug. Wie, hier hat nur einer gestanden, um zu ballern? Mann, heute ist aber los was mit Niesen hier. Stimmt also, wie ich jetzt so schön sagen würde. Wow! Was? Klettern wir mal hier hoch. Und da steht bestimmt wieder einer. Ja, natürlich steht da einer. So, hier muss ich nochmal hoch. Und dann hier rüber. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Und jetzt auch nochmal darüber. Und... Boah. Tech-Rüstung. Supi. Da hinten, der macht mir ein bisschen zu schaffen, ne? Was? Du mit deinem Blasrohr. Okay, ich würde jetzt mal sagen, auf hart sind die quasi genauso schwer wie im normalen Modus. Nur, dass halt im normalen Modus dann noch Munition fallen gelassen wird. Das ist halt der grobe Unterschied. So, ist hier wer drin? Nein. Boah! Wieso treffen die eigentlich bei jedem bisschen? Wo kommt denn das jetzt wieder her? Hä? Oh Mann. Die Munition ist ja aber auch richtig rar. Und wie viele Gegner? Ja, natürlich! Ne. Ich dachte jetzt schon, der schießt wieder. Wie komme ich denn da hoch? Ich muss doch da irgendwie hochkommen. Ah, ich weiß wie. Okay, er ist endlich mal weg vom Fenster. Und Chironimo! Na toll! Ich spring dir auch noch voll in die Arme. Ne, wieder keine Munition! Kommen hier eigentlich unendlich? Jetzt bin ich gleich schon wieder tot. Boah! Mann, Mann, Mann. Was? Boah, das war jetzt aber gerade echt haarscharf. Puh, 15 Leben. Na! Die Schrotflinte oder lieber die da drunter? Nimm mal die. Und nochmal! Oh! Wie komme ich denn da jetzt hin? Okay. Ha! Hoch, hoch, hoch! Und hep! Und hier hoch. Tech-Pfeile. Da gibt es einen Rucksack, glaube ich. Ha! Der bringt nicht so viel. Ja! Natürlich, ich bin gleich tot. Ich bin tot. War das das letzte Leben? Oh, oh. Das ist das letzte Leben. Jetzt gehe ich hier aber hoch. Wir haben alles gefunden. Boah, ich bin hier voll am Schwitzen. Oh! Ja, natürlich! Egal wie oft du schießt, du triffst jedes Mal! Wie viel kommen denn davon noch? Also Turok 1, eins der schwierigsten Spiele überhaupt. Mal ganz im Ernst.
Da sind ja andere Sachen echt noch harmlos gegen. Oh mein Gott! War zu dicht dran. Boah! Ha! Immerhin Munition. Wenn die nicht von so weit weg auch noch treffen würden, ne? Was ist denn da? Da ist ein Portal drin. Auf der Seite? Oh nein. Ja! So, jetzt hätte ich das mal gedrückt. Was? 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 Der letzte Schuss hat's gerichtet. Natürlich. Die haben ja auch unendlich Leben. Also so fühlt sich's an manchmal. Oh. Und da auf die Dächer muss ich noch. Oh. Was ist denn das? Leben. Oh mein Gott. Ist hier auch noch Leben? Ja. Nee. Aber hier kriege ich bald ein extra Leben. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt gar kein Leben mehr habe? Beginnt dann das Spiel von ganz von vorne? Ich hoffe nicht. Laufen wir hier eben rum. Boah. Hier hinter geht's weiter, kann das sein? Ja, natürlich! Jetzt kommen noch Raptoren! Ist ja nicht so, als hätten wir hier nicht genug Gegner gehabt. Okay, jetzt sind die Raptoren echt nicht ganz so schwer mehr. Ich glaube, ich gehe mal durch das Portal hier drin. Ja, 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 ja. ...17 Leben. Ich weiß, ich speichere mal. Ich speichere allerdings mal auf dem Platz. Oh. So, beamen wir uns mal weg. Wo bin ich jetzt? Ach so, jetzt bin ich auf dem Dach. Und kann hier über die Dächer springen. Das ist natürlich mal nicht schlecht. Mann, Mann, Mann. Ah, Mist. Jetzt habe ich eine Salve verschwendet. Oh nein! Nehmen wir mal den Schlüssel. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Los, halt den Schlüssel noch hoch. Ich muss da rüber. Ha! Nein, ich bin abgestürzt. Was? Was? 19 Leben. Ich muss mich irgendwie... Ich muss irgendwie Leben kriegen. Ich weiß nur nicht, woher. Hallo, Raptor. Oh nee, ach schon. Ernsthaft? Ich brauche mehr Muni. Ich brauche mehr Muni. Boah. Also, das geht schon mal. So. Dann sammeln wir das ja auch mal auf. Ich hab doch da oben schon wieder so viele Raptoren. Ha! Ich dachte, da wäre Munition. Aber nein. Es sind nur Leben gewesen. Wie sieht das auf der Seite aus? Hier sieht es ein bisschen besser aus. Aber es sind nur 5 Schuss, die ich jetzt wieder verbrauche an denen. Tatsache, ich verbrauche die an einem einzigen. Boah. Ich glaube, ich muss mal mehr retten. Was? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Trolli, 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 Flop. Trolli, Flop, Trolli, Vaola. Oh, ne, das war Lollipop.
Was ist das denn für eine Verarsche hier? Kann mir mal jemand verraten, wie ich hier rauskommen soll? Ich schieße einfach mal. Okay. Eine Bande hat den Geist aufgegeben. Yippie! 22 Leben. Ernsthaft? Okay, 28 Leben. Aber trotzdem, ernsthaft? Hier sind so viele Raptoren. Da oben läuft auch wieder einer mit einer Knarre rum. Und ich treffe den natürlich nicht. Da leben! Boah! Ich hab's irgendwie bis jetzt noch überlebt. Das ist unglaublich. Wow! Wenig Leben, natürlich. Ah! Zehn Leben. Ich glaube, ich bin gleich weg vom Fenster. Was ist das hier? Rucksack. Toll, der bringt mir nicht wirklich was. Vor allen Dingen, wenn dann so einer da steht. Ich brauche blaue Leben. Ich brauche nicht diese Silber. Was? Ne. Hä, wo, was? Okay, das war's. Und was passiert jetzt? Game over. Und? Nein! Oh Gott. Wenn ich keine Leben mehr habe... Oh, Backe, das wird ja jetzt... wir machen hier mal Folgendes. Ich merke, dieser Level ist... ein wenig sehr kompliziert, deswegen, machen wir mal den normalen Modus. Ich meine, das ist immer noch besser als den einfachen. Aber normal, ich muss das hier wirklich machen einmal. Ich hätte niemals geglaubt, also wenn ich habe ja Turok so noch nie gespielt, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte jetzt aber nicht geglaubt, dass dieser Schwierigkeitsgrad so enorm angezogen ist. Hier, jetzt verlieren die auch ab und zu mal Leben. Das ist nämlich das Schöne daran. Und sie sind etwas, ich sag mal, einfacher zu handhaben. So, jetzt hole ich mir da schnell den Schlüssel. Los, beeil dich! Okay, die sind jetzt nicht so schnell. Ich hab's diesmal geschafft. Okay, das geht. Wir lassen das mal auf normal gerade. Wir müssen nämlich erstmal ein paar Leben wieder irgendwie zusammenkriegen. Weil wir ja alle verbraucht haben. Das ist natürlich doof. Jetzt muss meine Nase gerade so ein bisschen anfangen zu laufen. Das ist nicht schön. Also es fühlt sich jedenfalls so an. Achso, hier gab es ja noch was. Nee, hier war ich schon drin. Stimmt, ich habe ja gespeichert. Was war das? Entschuldigung. Jucke de Janas. So, ach nee, hier war... Komme ich denn da rum? Nee. Hä? Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall... Ich speichere jetzt nochmal. Umso mehr wir speichern, umso besser ist das jetzt gerade. Wie komme ich denn da hin eigentlich? Kann ich da irgendwie hochklettern? Sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir also mal hier entlang.
Okay, von den Schuss her, glaube ich, brauchen sie immer noch genauso viel. Es fühlt sich jedenfalls so an. Naja.